Hallo und willkommen zurück im Mega-Schweine-Projekt hier auf der nordfriesischen Marsch-Vierfach-Map. Inzwischen ist das Feld Nummer 20 fertig gepflügt, aber ich hatte ja gesagt, wir wollen uns jetzt erstmal in dieser Folge darum kümmern, dass die ersten Schweine auf den Hof kommen. Deshalb habe ich mir jetzt mal hier den Schweine- bzw. Tiertransporter, Tieranhänger geschnappt und wir düsen jetzt mal rüber zum Viehhändler und kaufen mal ein bisschen. In der Zwischenzeit hat hier unser Rostelmarsch weiter kräftig an der Gerste gedroschen. Ich musste aber auch den MB-Truck mal hier hochholen, denn hier waren so ein paar Bäume, die im Weg waren, die müssten wir mal fällen. Die haben wir hier erstmal so auf die Seite geschmissen und die werden wir dann bei Zeiten mal runterbringen zum Sägewerk dann auch. So, jetzt muss ich mal gucken, wie weit ich da ranfahren muss. Ich glaube doch, dass das hier war. Oh. Ah, Tiermenü öffnen, wunderbar. Schweine, 12 Stück kriegen wir hier rein. Das sind 7800. Ja, will ich. So, fahren wir hier. So, und dann bringen wir die ersten mal schön zum Hof. Gucken wir mal, wo da die Entladebereich ist, ob der jetzt auf der Seite ist oder auf der anderen Seite drüben. Hier sehen wir auch unser schön gepflügtes Feld. Da werden wir dann mit dem Ansehen auch bald beginnen. So, hier ist keine Markierung. Vielleicht direkt im Stall. Aussteigen. Türchen auf. Machen wir mal das F1-Fenster an, damit man sieht. Nee, hier ist nichts. Also drüben wieder raus. Ob wir hier irgendwo keine Markierung. Das ist jetzt interessant. Gucken wir mal, ob wir nicht doch hier irgendwo hin müssen. Vielleicht hier, dass wir hier rückwärts rein müssen. Gucken wir. Tor öffnen geht schon mal. So, dann fahren wir doch hier mal einfach rückwärts ran. Menü öffnen, wunderbar, abladen, 12 Stück, ja, ah, guck mal, da sind sie schon. So, dann auf zur nächsten Fuhre. Autosave. Da stockt einem immer der Atem. Stürzt es ab oder was ist jetzt los? Gut, man könnte sich na klar die Tiere auch liefern lassen, aber das ist nicht so das, was ich will. Wenn schon, dann machen wir das richtig.
gucken, ob das auch geht, wenn ich da vorwärts reinfahre oder ranfahre. Ja, guck mal, das geht auch. Das ist doch einfacher. Schweine, 12 Stück. Dankeschön. Und Abfahrt. Wir müssen dann wohl oder übel noch mal ein bisschen Kredit aufnehmen. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass wir uns 50 Schweine holen und dann auf jeden Fall erstmal noch ein Fass. Wir müssen unbedingt Wasser dahin bringen zu den Schweinen dann. Damit es denen auch einigermaßen gut geht. Jetzt bin ich mal ganz faul. Kann ich hier vorwärts reinfahren? Das geht auch. Na, nicht aussteigen. Abladen. Jetzt haben wir schon 24. Oink, 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 oink. Gut. So, oh, ich muss aber mal kurz umsteigen, denn der ist voll. Also ist es gleich. Jetzt ist er voll. Gut. Und weiter geht's. In dieser Folge müssen die ersten 50 Schweinchen hier rankommen. Ich werde dann irgendwann nochmal so ein 50er Pack kaufen. Aber nicht leicht. Erst wenn wir dann ein bisschen Geld wieder haben. Wir müssen rein theoretisch, um auch die Zuckerrüben-Erntemaschine uns leisten zu können, nochmal so knappe 50.000 Kredit aufnehmen, vermutlich sogar noch mehr, da wir auch noch Schweine uns kaufen wollen. Also dann eher 70.000, aber mehr Kredit soll es dann auf keinen Fall sein. Wir können dann auch mal anfangen, so ein bisschen an Getreide, das wir haben, zu verkaufen. Wir werden im Übrigen hier auf der 20 kein Mais anpflanzen, so wie ich es ursprünglich geplant hatte, da Mais doch einen großen Bestandteil am Schweinefutter hat, werden wir auf der 1 nachher, da wo jetzt noch gedroschen wird, da hinten kommt da Mais drauf, und wir werden auf der 20 Sojabohnen machen. So, jetzt aber erstmal Kredit. Kredit, was haben wir gesagt? 70.000 nochmal drauf, dann sind wir bei 320.000 Kredit. Dann kaufen wir jetzt aber erstmal Universaltechnik. Ja, das Kleine muss reichen. Standard, so wie es ist. Umkonfigurieren können wir immer noch. Dann Rübenernte. Ja, schön wäre es, na klar, so einen Holmer zu haben, aber 500.000? Nö, 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 nö. Dann nehmen wir doch lieber hier den kleinen, aber feinen. Hier, so. Gut.
haben wir jetzt noch ein bisschen Geld für ein paar Schweine übrig. Hä? Wieso habe ich die nicht ausgeladen? Ups. Ah, einmal über den gepflügten Acker drüber. Habe ich da irgendwie eben falsch geklickt oder was? Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. So, nochmal. Abladen. Bestätigen. Ja, gut, jetzt ist er leer. Aber jetzt muss ich erstmal den hier kurz ins Silo kippen. Ja, der Deutz hat da ganz schön mit zu schleppen schon. Das ist nicht wenig, was wir hier drin haben. Gut, einmal leer machen. Und dann gleich nochmal den Drescher abtanken. Müssen wir auch gucken, dass wir für unseren MB-Truck noch eine Palettengabel erstmal besorgen. Damit wir da die Bretterpaletten nachher vom Sägewerk rüber zum Palettenwerk schaffen können und dann im Weiteren die Paletten vom Palettenwerk zur Pelletfabrik, zu den Gewächshäusern. Und wo wir die dann sonst überall noch brauchen. Und wir müssen, denke ich mal, noch ein paar Bäume fällen für Hackschnitzel. Denn wir brauchen überall irgendwie Hackschnitzel, habe ich festgestellt. Wir brauchen zum Beispiel für die Obstfarm Karton. Und Karton machen wir in der Zellstofffabrik. Und da brauchen wir eben auch wieder unseren guten Hackschnitzel, ein bisschen Wasser und Leerpaletten. Ja, also Bäume in den Holzhacker und da erstmal ordentlich Hackschnitzel produzieren. Das sind immer dann so Nebenaufgaben, da immer mal so zwei, drei Bäume da reinschmeißen. Wir können auch dann die beiden Bäume, die wir hier gefällt haben, die jetzt so am Rand liegen, einfach mit der Poltergabel darüber schleifen. Ist zwar nicht so die feine englische Art, aber muss sein. Was auch noch interessant ist, was ich jetzt auch noch nicht weiß, das muss ich mir noch mal angucken, wo ich Wasser herbekomme. Ich weiß nicht, ob wir da einen Hydrant haben irgendwo auf dem Hof oder ob ich mir da irgendwo einen Fluss suchen muss und da Wasser mir besorgen muss. Ach nee, warte, ich weiß, wir haben einen Brunnen, aber ich weiß nicht, ob das Wasser da kostenlos ist. So, ich werde jetzt aber wegen den zwei restlichen Schweinen, die wir eigentlich haben wollten, um auf 50 zu kommen, werde ich nicht extra jetzt nochmal rüberfahren, sondern dann lassen wir es erstmal bei den 48 und besorgen jetzt zumindest noch schnell Wasser, damit die wenigstens was zu saufen haben, die kleinen Wutzelsäuchen, Schweinchen. So, ausladen. So, 48 Stück. Gut. Aussteigen. Tor machen wir dicht. Den lassen wir einfach mal hier stehen. Dann müssen wir einmal kurz zum Händler rüber das Fass holen.
Und dann lassen wir uns mal überraschen, ob das Wasser hier aus dem Brunnen umsonst ist. Wenn wir das bezahlen müssten, dann müssen wir uns da was überlegen. Oh, ein Verkehr ist das hier. Fahren wir mal hier rein. Hey, da steht ja noch jede Menge anderes Zeug. Die Seemaschine, das Maisgebiss. Oh. Und unser altertümlicher Rübenruder. So, Fässchen dran. Und dann gucken wir mal noch schnell, dass wir dann auch schon wieder die finale Aktion für diese Folge sein. Da gucken wir mal. Ich hoffe, dass ich den Brunnen jetzt finde, dass wir irgendwo hier hinten. Ja. Nee, da nicht. Das ist die Hoftanke. Ich glaube, da müsste er doch irgendwo sein. Nee. Brunnen, Brunnen, wo bist du? Ah, ich glaube, ich sehe ihn. So ein blaues Fragezeichen. Ja, das ist ein Brunnen. Und das Wasser kostet was. So ein Mist. Nee, das ist nichts. Nee. Dann tun wir zumindest jetzt die paar Literchen, die wir jetzt haben. Wo ist jetzt der Wassertrog? Ja, auch nicht. Oh, ihr macht es mir aber schwer heute. Oh, jetzt habe ich mich auch noch festgefahren. Oh. Das gibt's doch nicht. Ebenso. Gut, das Wasserproblem lösen wir dann in der nächsten Folge und gucken dann weiter, was wir hier dann noch so alles anstellen können. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns.